go. Willkommen zu einer weiteren Folge. Die Auswanderer leben im Niemandsland. Wir müssen gerade ein bisschen Gras und Heu machen. Und dann geht's Weide. Leo? Leo? Ja? Jo, kannst du mal da, wo ich gerade fahre, dann anfangen mit Schwaden, einladen. Muss man da Platz kriegen. Jo, sofort. Wobei, eigentlich ist egal. Runter von der Wiese muss sowieso alles, ne? Oder? Hallo? Wo ist denn der hin? Ups. Schwattest du auch ordentlich? Machst hier einen Haufen Häufchen, ey. Heute seid ihr aber leise. Ja,
konzentrieren, ne? Ah, jetzt plötzlich. So, was kostet denn eigentlich dieses Kuh-Dingens? Ein paar hunderttausend. Ein paar hunderttausend? Ich glaube 300.000. Und da wird unsere Kohle aber langsam knapp. Jo. Mal gucken, dass wir wirtschaftlich werden. Oh, hoffentlich kriegen wir viel vom Hafer runter. Geld. Ja. Junge, hör auf zu huben, sonst komm ich rüber. Alter. Eieiei. Geht der mir auf die Nerven. Und im Weg stehen tut er auch die ganze Zeit. Hörst du mich? Du sollst die Schwaden nicht kaputt machen. Doch, mach ich absichtlich, weil du mich nervst. Ich mach dir deine Hängematte gleich vorher. Mir egal. Dann ist schön weich. Ja, würdest du nicht die ganze Zeit mir am Arsch hängen, dann wäre das auch besser, ihr. Eieiei. Mensch. Nur Stress mit dem Boy. Ich muss hier direkt rumfahren. Vollidiot. Hab ich gehört. Jo, ich habe auf Dauer senden hier. Leo? Jo. Also die Baumstümpfe schon weg? Ja, die sind schon weg. Okay. Wenn ich einen Anhänger? Ah ja. Natürlich.
funktioniert alles. Kommt hinten Stroh raus? Jo. Perfekt. Was ist denn gerade der Haferpreis? Kommt da, kriegt man da gut Geld oder? Eher nicht. Steigen. Oh, perfekt. Wisst ihr, was ich auch gerne noch hätte? Hallo. Nee, ein paar Pferdchen. Damit. Ja, manchmal ausreiten. Bisschen Zucht. Hab gehört, es bringt viel Geld. Vor allem die russischen Pferde, wenn die hier züchtest. Die sind sehr widerstandsfähig. Erstmal Kühe und dann können wir weiterschauen. Oh. Schau mal gucken, vielleicht alles für die Kühe. Hm? Schau mal los, vielleicht finde ich einen Kühhändler. Kühhändler, ja. Genau. Schau mal. Jo, so langsam aber sicher wächst unser Hof. Aber das ganze Ding, das dauert eine Weile. Also ich hätte eigentlich am Anfang gedacht, dass es doch ein bisschen zackiger geht. Aber naja. So ist es halt, so ist es halt. Ich bin schon wieder müde. Ich glaube, ich mache gleich mal einen Mittagsschlaf.
So. Letzte Bahn. Hallo? Ja. Ah, bin gleich fertig. Sammeln wir mal weiter ein. Ja. Die Hode ist zurück nach Walschen. Warum? Kein Bock mehr. Hä, willst du mich veralbern? Er hatte keinen Bock mehr. Ist ausgestiegen. Ach, was? Hä, Spaß. Der muss dann zurück nach Walschen, um was zu klären. Okay. Alter, das Ding geht nicht weg. Ja. Komm mal mit da, ne? Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne, jetzt geht's, Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Tschüss.